Sie müssen mal davon ausgehen, dass vereinsfreie Marktwirtschaft heißt und wir nicht in der DDR leben. Und von da aus gesehen muss jeder selber wissen, was er mit seinem Marktwert anstellt. Mein Arbeitgeber kann mich auch nicht verkaufen. Das ist ja was anderes. Von Ihnen gibt es wahrscheinlich auch 50.000 in Deutschland. Und von uns Fußballspielern gibt es 500, die in der Bundesliga spielen können. Da können wir Fußball nichts daran ändern. Das wird uns geboten. Und wenn wir das Geld kriegen, dann nehmen wir es auch. Von Ihnen, Sie sagen, Sie sind Schlosser, gibt es 50.000. Wenn Sie die Chance hätten, Fußballer zu werden, würden Sie es ja auch genauso machen wie wir. Bitte? Ich mache aktiven Sport ohne Geld. Ich bekomme kein Geld dafür. Ja, weil Sie keine Spitzenleistung bringen. Wenn Sie das bekommen, geboten bekommen, nehmen Sie das Geld doch auch. Das ist halt das Problem in Deutschland, dass hier in Deutschland viel zu viel von Geld gesprochen wird. Reden Sie doch nicht so ein dummes Zeug, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe 2,5 Jahre meine Lehre gemacht und habe ein Jahr voll meine Arbeit dort geleistet. Und das war vorher mit der Bank vertraglich abgesprochen und da kann ich Ihnen leider auch nicht mehr helfen. Auf Wiederschauen. Das ist eine Frechheit. Die wollen sich profilieren, ich kann es auch nicht ändern. Er sagt, er ist Schlosser, von ihm gibt es 50.000 in Deutschland. Kann ich doch nichts dafür, wenn ich Bundesligaspieler bin. Der bringt es die Spitzenleistung halt nicht und dafür werde ich halt bezahlt.